Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeitaufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Anno 1503 im Multiplayer mit Cortano, dem wir gerade ein Schiffchen verkauft haben. Ja, hallöchen und danke dafür. Für E-Euro, es ist eh nur ein Schrottkahn gewesen. Hast eh nur Probleme mit dem. Ich muss jetzt mal Wasser schöpfen. Ja, ja. Ich meine, das hat auch ein Loch hinten, also von daher. Ja. Ja, ich sag dazu jetzt nichts. Die Tiere drehen völlig frei und die Leute hauen echt einen Kracher nach dem anderen raus. Wow, Wahnsinn. Eine Dürre und gleichzeitig Feuer. Ach komm, ja, Spiel. Ja. Die Weberei habe ich ja ausgeschaltet, sehe ich jetzt erst. Aber wir sollten eigentlich noch genug. Ja, wir haben noch genug Stoff. Drei Tonnen Seile. Vielleicht hätte ich doch lieber die Seile vom Händler kaufen sollen. Das dauert ja ewig, bis da mal was passiert. Wo ist denn der jetzt gerade? Na, warte, ich bin noch in der Nähe. Alles gut. Nee, behalte, also du musst sie. Ach, der fährt gerade zu dir, der Händler. Brauchst du jetzt noch Kohle? Ja. Nee, lass das mal. Hast du jetzt schon irgendwo gesiedelt oder sehe ich das bloß nicht? Nee, noch nicht. Oh, ich bin wieder voll mit Holz und Stein. Dann kann man die Wege ausbauen. So, hier hinten konnte man nicht komplett durchbauen, weil da kein Marktplatz war. Gegen die Pestilenz des Leibes. Und hier konnte ich nicht durchbauen, weil da auch. Naja. So, damit habe ich alle Wege. Die. Na hier. Was ist denn mit dir? Achso, die hatte ich ausgeschaltet. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Dieser Text auch mal. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Mein Herr, hat da einer irgendwie mit einem Schreischölzern gegoogelt. Ja. Achso, du willst du was verkaufen bei mir, weil du so vor meiner ja. Hütte stehst? Du wolltest das Seil haben noch. Ja, warte. Da. Danke. Ein neues Schiff wurde fertiggestellt. Captain, mein Captain. Oh, Captain, mein Captain, genau. So, jetzt. Flotte ist auf Zielkurs. 4, 5, 8 für Gewürze. Und was war jetzt davon das Tabakding, was ich mir aufgeschrieben habe? Die war 4, auch 4, 5, 8. Komm, wir laden die Hütte einfach voll. Ich habe eh genug für einen. Erstmal den Tabak. Ahoi, Captain! Die Indianer hier auf dieser Insel sind nervig. Die müssen irgendwann weg. Kannst du mit denen eigentlich handeln oder ist das nicht mehr so wie bei 16? Ich glaube schon, dass das geht, weil wenn ich auf Handelsroute. Nee, oder irgendwo konnte man. Doch, hier, ich kann mit denen irgendwelche Friedenskacke machen. Jetzt
Jetzt muss ich bloß noch wissen, welche das jetzt von denen sind, die hier an der Liste stehen. Ach, ich muss bloß Doppelklick drauf machen. Das sind die Balloxi und da kann ich jetzt nichts machen. Brauche ich ja erst einen Weg hin zu denen? Also die tauchen halt im Diplomatenmenü mit auf, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, ob man da einen Weg hinbauen muss. Ich tippe mal drauf, ich baue da mal einen Weg an die Grenze zu denen. Und guck jetzt nochmal nach. Nö, auch nicht, also das Menü ist komplett ausgegraut. Mysteriös. Ja, Mensch, das Spiel ist halt schon ein bisschen älter, aber ist okay. Okay, dann lade ich mal hier aus. Halt, nee, nicht ins Schiff rein, sondern natürlich raus. Ach, die. Lol, die Insel ist voll mit allem. Gut, dann gucken wir mal jetzt hier mit einer weiteren Tabakproduktion. Das Problem wird sein, dass ich jetzt hier noch... Ja, da muss ich noch einen weiteren Marktplatz hinbauen. Das ist natürlich jetzt hier... Geht nicht anders. Das geht nicht. Okay, dann muss ich ihn doch so bauen. Oder so. Warum kann ich ihn da nicht hinbauen? Warum geht das nicht? Ach, weil der Brunnen da am Weg ist. Nein. Och, Mann. Oh, leck. Zu viel Wasser anscheinend an der Stelle war. Die Brunnen sind halt für ihre Größe echt verdammt teuer. Und der bringt doch noch nicht mal wirklich was an der Stelle. Nein, ich wollte eigentlich jetzt einen Marktplatz reinbauen. So. Okay, so, dann gucken wir mal mit einem Weg in die Richtung. Blöden Indianer nehmen halt echt einfach sehr viel Platz weg. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo ihr Einzugsgebiet endet. Schon fast zu viel. Ne? Ach, jetzt kann ich mit denen. Jetzt habe ich das. Ich kann mit denen Tabak handeln, also Tabak pflanzen und kann dafür. Kann ihnen Stoffe verkaufen. Na gut, das ist schon mal wenigstens sowas, ne? Ja. Ich gucke hier gerade, wie ich am effektivsten. Okay, ganz außen. Ach man, also das mit den Wegen, das gefällt mir echt nicht. So, jetzt muss ich hier hinten nochmal... Ach ne, okay. Einen Brunnen bauen. Der hilft zumindest ein bisschen, das ist ja schon mal gut. Es wird hier nicht besser für die Plantage. So, Brunnen dahin, ja, das hilft, okay. Und der Weg dann dahin und jetzt noch die Tabak Production hierhin.
Speichern. Und jetzt nehmen wir den Rest hier mit. Ja, manchmal verstehe ich das echt nicht. Nichts im Verkauf oder sowas und trotzdem noch immer minus 600. Du bist wieder also minus? Ich war kurz davor, wieder mal ins Positive zu rutschen. Und auf einmal, zack, minus 600. Warum auch immer. Keine Ahnung. Obwohl ich eigentlich komplett positiv bin. Von der Bilanz. Schick mir noch mal hier ein paar Tributforderungen her. Macht aber irgendwie keinen Sinn. Naja, du musst halt mal, du musst auf den grünen Zweig kommen. Ein anderer Spieler verlangt halt gucken, ich bin komplett im rettet laufende Verteidigung und entrichtet ein Schutzgeld. Ein anderer Spieler verlangt ein Schutzgeld von euch. Eure militärische Schwäche ist offensichtlich. Zahlt besser Schutzgeld. Wie gesagt, ich habe eigentlich eine grüne Bilanz. Also auch jetzt mit den Einwohnern. Aber trotzdem irgendwie. Sehr komisch. Ach doch, jetzt scheint Tabak auf jeden Fall gut zu laufen. So, das Einzige, was halt jetzt fehlt, sind die Gewürze. Siedler, gab es nicht schon was Höheres als Siedler? Oder war das Siedler das Höchste, was ich jetzt gerade habe? Ne, Bürger. Ah, Bürger wollen, warte mal, was wollen die nicht mehr? Ach, die wollen kein Leder. Nur noch Stoff. Ah ja. Bürger. Bürger Lars Dietrich. Sag mal, bin ich bescheuert? Ich hab doch gerade. Ach, okay, das ist die Insel. Ja, okay, gut. Wie viele Werkzeuge sind das? 7 Tonnen? Das reicht doch nie im Leben. Hatte ich hier nicht noch mehr mitgenommen von der Insel? Sag mal, hier sind 37 Stunden auf Lager. Warum habe ich die nicht mitgenommen? Habe ich das alles wieder aufs Schiff verfrachtet? Das wollte ich doch gar nicht. Lade das auf die Insel aus. Jetzt fahre ich doch mal zurück, ey. Jetzt ist doch zum Mäusemelken. Ei, ei, Auftrag wird ausgeführt. Vertrocknete Felder? Oh ja, die haben vertrocknete Felder. Schreie gellen durch die Straßen. Es brennt! Es brennt! Ja, ich hatte auch gerade eine Feuersbrunst. Was, Foxy? Schreie gellen durch die Straßen. Es brennt! Ich einmal gesagt habe, was zum Mäusemelken ist. Aber der Typ hier holt gerade den Tabak nicht über den Weg ab. Der ist gerade mitten übers Feld gelatscht. Ist noch genug Holz da, oder? Oh, 50 Tonnen müssen wir jetzt hier nicht alles mitnehmen.
Arm will. So, jetzt gehe ich das Problem des Gewürzmangels an. Und ich glaube, dann bin ich endlich an dem Punkt, dass ich die nächste Einwohnerstufe holen könnte. Was für ein Akt, ey. Eine Universität kann gebaut werden. Ach, jetzt kann ich Universität bauen. Damit gibt es höchstwahrscheinlich mehr Forschungslämpchen, die gesammelt werden können. Okay. Schreie gellen durch die Straßen. Ja, nee, die Schule. Ach doch, jetzt habe ich hier 50. Warte mal, was kann man denn jetzt hier forschen? Ich kann jetzt die Feuer ist ausgebrochen. Schiffskanonen forschen. Ich könnte das mittlere Handelsschiff forschen. Das habe ich schon geforscht, oder? Ja. Und hier könnte ich jetzt. Ach, den Medikus, genau. Und die. Das ist die tiefe Erzmine. Hallo? Große Erzmine. Ja, okay. Ja, die ist jetzt geforscht. Das heißt, wir warten, bis hier wieder Forschungslämpchen reinkommen. Was denn? Die wollen jetzt eine Universität oder was? Ach, und die wollen Seide. Oh, nee. Ich hab 8 Stück, brauchst du? Hast du schon Seide? Seide? Ja. Nee. Nicht Seile, Seide. Die Typen wollen Seide haben, die wollen ihren Arsch in Seide betten. Die Einwohner eures Reiches verehren ein nee, Denkmal so soll eure Stadt. Aber theoretisch auf meiner Insel oder auf meinen Breitengraden wächst die Seide. So, jetzt kann ich eine Statue bauen oder was? Ein Denkmal. Nein, ich habe nicht Seife verstanden. Nein. So, endlich kann ich das Denkmal bauen. Was ich irgendwie vor 2 Folgen oder 3 Folgen schon gebaut habe. Und dann kam ja der Absturz. Anker lichten! Ein Badehaus kann gebaut werden. Ein Badehaus kann gebaut werden, sagen sie. Was jetzt alle, was sie alle haben wollen. Ja, ein Badehaus, ja. Warum fährt denn das scheiß Schiff jetzt hier zurück? Vielleicht dort? Vorsiegel! So, jetzt. Oh, jetzt kann ich sogar. Ich kann den Galgen bauen. Wie schön. So, und ein Leuchtturm. Nee, ein Walfänger, okay. So, aber jetzt erstmal bitte noch Gewürze. Ein Feuer ist ausgebrochen, welch ein Wunder. Also, das mit dem Feuer ist echt, das ist so ein Witz in dem Spiel. Es nervt halt einfach nur zum großen Teil. Ja, weil du baust einfach die Feuerwehr und du brauchst auch eigentlich auch gar nichts mehr dagegen zu tun, ne? Schon mehr oder weniger, ja. So, wo muss denn der Weg hier? In die Mitte. Okay, zack. Und hier an den linken Rand. Okay. Und zack. 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 Gut, dann fangt an, Gewürze zu ernten. Holz, brauche ich nochmal Holz? Ne, halt hier. Was davon ist denn jetzt? Ach, das hier ist die Stadt und das obere ist das Schiff, okay. Ich habe aber auch noch. Hi, Captain! Oh, vielleicht sollte ich mal meine Erzmine war die ganze Zeit auf Hold. Wie habe ich denn da im. Hä?
Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wie bin ich denn... Wie bin ich denn verdammt nochmal jetzt an... Ist mein Ei... Habe ich immer noch so viel Eisenerz? Oh, das ist bald alle. Ja, ups. Und die Gerberei hat nichts mehr zu tun, so wie es aussieht. Ja, sind alle Tiere heute aufgebraucht. Das ist schlecht. Ja, das ist nicht so geil. So, wir die wollten jetzt... Herbei, ihr Leute! Herbei! Ach so, hier. Die wollen jetzt Lampenöl und Seide. Und ein Badehaus und eine Universität. Ja, pff, ist klar. Ihr wollt... Ich will auch viel. Macht mal die Augen zu. Dann seht ihr, was euch gehört. Adrian, hau rein, gute Nacht. Gib den Chat mal richtige Namen. Ja, warte, müssen mal gucken. Wir hatten hier... Haben wir bis jetzt noch die Insel benannt? Lauf York. Es brennt. Es brennt. Bretagnen. Könnte man das vielleicht auch nennen. Brentagnen. So, wie nennt man das denn hier? Das ist Bierhausen. Und das ist... Warte. Pfefferstadt. Und dann haben wir noch... Das ist... Ach, Lauchjörg haben wir schon benannt, okay. So, wie viel Gewürze nimmt der denn? Hier läuft ein Strauß über meine Gewürzfarm. Verpisse dich! 20 Tonnen. Oh Mann. Weil die Frage ist, was gehe ich jetzt als nächstes an? Seide oder Lampenöl? Ja, mal gucken. So, also das... Also da gab es so eine wunderbare Hilfe. Machen wir mal Lamm... Na, sag mal. Ich konnte mal noch tippen. Jetzt. Lampenöl. Lampenöl ist ein Bedarf. Gut, dass sie einmal als Bürger nachfragen und Lampenöl schon. Check. Dafür braucht man Wale, die man mit dem Walfänger fängt. Dann kriegt man Walspeck und in der Transiederei wird daraus Lampenöl. Das ist ja relativ überschaubar. Ja. Das heißt, ich brauche jetzt mal ein Schiff. Sagt ihr mir, wenn irgendwann die Mine... Aus den Kellern des Herzogs Baldrian! Für dieses Wissen nicht nur sein erstes aus den Kellern des Herzogs. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Ja. Aber im Moment, das scheint so nicht der Fall zu sein. Ich hoffe es zumindest, dass sie das sagen. Ja, ja, genau. Da wollte ich jetzt auch gerade rüberfahren. Das passt ja eigentlich perfekt. Das scheint aber auch die einzige... Ach nee, auf der Insel gibt es das auch noch. Und ich weiß nicht, ob man auf diesen Inseln auch siedeln kann, auf diesen ganz nördlichen. Denkt mal schon, oder? Ja. Ach, guck mal, hier wäre auch noch mal eine Insel gewesen. Na gut. Und ich bilde mir... Hier, ja, auf der Tundra-Insel gibt es übrigens auch Salz. Bin ich da schon gewesen? Ja, aber die ist ja für zum Anbauen scheiße grundsätzlich erstmal, ne? Also du willst ja. Ja, gut, das ist ein Sonder, aber ich habe jetzt erstmal Salz. Das passt. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Da eigentlich geschaut. Ja.
So, also ein Walfänger. Den können wir direkt hier daneben bauen. Der kriegt noch einen Weg. Und jetzt die Transiederei. Das ist Marmor. Himalaya-Salz, Semillionare alt und noch haltbar bis 2022. Zum Glück nach rechtzeitig abgebaut. Ja. Ach hier, Transiederei. Wow, eine Dürreperiode. Jetzt wird's los. Fährt der jetzt? Sieht man den auch losfahren? Was muss ich denn hier machen? Ah! Der braucht Seile. Huch! Okay, warte, ich bin auf dem Weg. Setz die Vorsegel! Was ist mit dem Schiff hier? Braucht das Ding dauerhaft Seile? Die Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Metropole. Braucht das Ding dauerhaft Seile? Ich hoffe jetzt mal nicht. Hey, Captain! Ach. Klick. Wo sind denn die Seile? Hier sind die Seile. Flottenkommandant an Deck! Anker lichten! Und kann Spuren von Erdnüssen erhellen, ja. Ach, der braucht höchstwahrscheinlich einmal, um diesen komischen, um den Walfänger zu bauen. Ja, ich glaube, so rum ist das. Genau. 600? Was? Der Walfänger kostet 600 Unterhalt? Nein. Echt? Wow. What the hell? Was ist denn jetzt? Ist der jetzt fertig? Oh, baut er jetzt noch eins? Nein, man muss ihn aber scheinbar nur einmal bauen. Jetzt liegt er hier vor Anker und macht aber nichts. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Ja, vielleicht ist es auch bloß während der das baut, dass der jetzt fährt er los. Wow, okay, ja, der arbeitet. Okay, das ist ja schon mal gut. Dann war das für das Schiff, ne? Ja, irgendwie für das Schiff. Also strange. Zack. Zack. So, in hier bitte Lampenöl. Und in Lauchheim bitte das Lampenöl wieder ausladen. Nein! So, es geht weiter und natürlich wieder mit Verlust von Sachen. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Kommt hier das Schiff zurück? Ah ja. Vielleicht ist es auch automatische Trennung, ich glaube nicht. Gut, dann ist jetzt der Plan noch mal den Walfänger zu bauen und dann machen wir für heute auch eigentlich. Ja, würde ich sagen. Genug aufgeregt. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Wo sind meine ganzen... Mir fehlen Werkzeuge. Wo hab ich die denn? Flotte befehlsbereit, Kommandant. Hier sind nur... Ach, da gut 17 Tonnen könnte reichen.
So, Seile nehmen wir jetzt auch gleich mit. Ahoi, Captain! Ich glaube, ich hatte mich hier. Flottenkommandant an Deck! Die Erzmine ist an, dachte ich. Ich hatte jetzt. Nee, die. Nee, die war an. Das war noch bevor ich vorhin gespeichert hatte. Aber wer weiß, ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt ich das jetzt gespeichert hatte. Vielleicht habe ich da auch noch ein bisschen rumgedödelt und habe andere Sachen gemacht. Seine. Ach, der ist hier bei. Hier ist der Walfänger. So, der kann das Schiff bauen. Und jetzt noch die Öllampenkrams. Das ist das hier, ne? Ja. Die Transitorei. So. Zack. Dann noch die Schiffsroute. Von da nach da. Und hier laden wir jetzt bitte die... Ach Mann. Die Lampen ein, die sind hier. Und in Lauchheim laden wir die Lampen aus. Zack. So. Feuer frei. Dauert bestimmt noch ein bisschen was produzieren, aber das ist ja auch wurscht. Und ich bin schon wieder Feuer und Flamme für meine Stadt. Ja. Also, ich will gar nicht wissen, wenn die jetzt auch gleich Lampenöl kriegen. Ich glaube, dann... Dann frieren sie alles ab. Dann macht die Feuerwehr 24-Stunden-Schichten oder so. Aber wahrscheinlich, ja. Gewürze ist trotzdem noch Mangelware bei mir, obwohl ich hier jetzt die... Na gut, das gucken wir dann beim nächsten Mal an. Ich sage für heute, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Parsival, Kudö, Kulle, Thomas, Xynam und Irondahl. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.